Weißt du, was ich mich frage? Was? Warum kann das Porridge vielleicht einfach sagen, wer Monarch ist? Wenn er doch so voraussehend ist und alles weiß. Du weißt doch, dass er nicht direkt mit uns reden kann. Er kann nicht mit uns reden, aber kann meinen Glücksfinger verstärken, indem er nur Verstärkung ruft und sein komisches Handtuch da wedelt. Ja, kein Plan, ist halt magisch und so. Außerdem wohnt er weit weg in Deutschland. Der wohnt in Deutschland? Ja, er kann gar nicht Französisch. Ja, dann soll er es doch lernen. Ja, wir sprechen es ja auch nicht. Ach so, ja stimmt. Was ist denn komisches? Weil wir wohnen in Paris. Hä, du hast recht, da ist was dran. Ja. Ja. Es ist so spannend, ihnen zuzugucken, wie sie diskutieren. Hallihallo, Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, vom Brody, eurem Brody. Heute gibt es mein zweites Video zu der 18. Folge von Staffel 5 zu Miraculous. Und zwar Emotion oder Emotion. Wenn ihr jetzt den ersten Teil nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch dringend, den vorherigen Teil zu gucken. Hier oben über das i kommt ihr hin oder halt über den Link in der Videobeschreibung. Also lehnt euch zurück, schnappt euch was zum Knabbern und lasst auf jeden Fall vorher mal schnell ein Like da. Und klickt auf gerne unten auf den Abonnieren-Knopf, dass ihr nichts weiter verpasst, wenn es hier weitere Videos regelmäßig gibt. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, let's go rein da und direkt in die Folge Emotion. Als König des Balls ist es mir eine Ehre, ihre wundervolle Tochter als Königin zu haben. Warte mal. Das ist Felix. Das ist nicht die Stimme von Adria gerade, die ich höre. Hat Adria mit Felix die Rollen getauscht, dass er da hingehen kann? Oder ist es abgesprochen mit Gabriel? Adria will niemals so reden auch. Hä? Ja, Kakami checkt's auch gerade, dass es Felix ist hier. Aber der Ring, das ihn so überrascht hat, wundert mich gerade ein bisschen. Felix hätte das Miraculous des Vs. Er kann seine Monster selbst auch erschaffen jetzt. Was ist, wenn er diesen Ring hier als Gegenstand wahrgenommen hat gerade, weil sich es mit neuerdings mit diesem Miraculous auskennt und merkt, dass der Ring, der ist, über den Kakami quasi kontrolliert wird. Aber Kakami ist frei. Sie kann selbst über sich entscheiden. Deswegen trägt sie den Ring auch selbst. Ihren eigenen Ring, mit dem sie beherrscht wird quasi. Oder vielleicht auch von ihrer Mutter kontrolliert werden kann, weil sie auch diesen Ring trägt. Deswegen hat Felix so überrascht, guckt so, den Ring, ich spüre es. Gabriel, mein Sohn Felix wird nun schon seit Wochen vermisst. Ah ja, okay. Adria ist Felix. Und seit Wochen wird er vermisst? Seit Wochen? Der ist nicht mehr nach Hause gekommen danach dann? Der ist Sandy Monster Miracles genommen? Nee, der war doch dann zu Hause bei der Mutter. Stimmt doch eigentlich. Wenn Felix vorkommt, das ist so cool. Ich liebe es, wenn Felix da ist. Okay, das gleicht Lila wieder aus. Lila ist nicht auf der Party eingeladen, aber Felix ist da. Eine Felix-Folge. Die Mutter kommt auch rein und drehen nah, ne? Klar. Wenn sie doch halt einmal bei Gabriel anrufen können. Oder vorher mal zu Besuch kommen können, wenn er seit Wochen vermisst ist. Und nein, sie muss bei dem Ball dort sein, ja. Du hast dich verändert, seit meine Schwester Emily verschwunden ist. Wieso weißt du uns so dermaßen zurück? Nathalie bringt dich raus. Ja, vielleicht spielt die Mutter auch gerade eine Rolle. Ist die Mutter auch eine gute Seele oder ist sie auch ein bisschen böse? Vielleicht hilft sie ja ihrem Sohn gerade, Felix. Und dann, wenn ich die Mutter wäre, würde ich auch meine Schlüsse ziehen. So, hä, die Mutter ist vermisst, meine eigene Schwester. Und mein Sohn wird jetzt auch vermisst. Und beide haben mit Gabriel zu tun gehabt. Zusammenhang? Ist zwar kein richtiger Zusammenhang, aber könnte man dadurch erschließen vielleicht. Dass die Polizei noch keine Ermittlungen angestellt hat gegenüber Gabriel, ist auch schon wieder sassy. Aber die geschmiert hat die Polizei? Tut mir leid, Amelie, ich habe keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Aber in dem Fall hat sie ja nicht wirklich, also sie hat die Wahl halt, Adria nicht zu malträtieren und da was einzuwenden. Aber sie hat halt keine Wahl im Sinne von, dass sie halt gesundheitlich, sie wird Adria beschützen und im Auftrag von Emily. Deswegen hat sie halt keine Wahl, weil sie das Versprechen gegeben hat an Emily, dass sie auf Adria aufpassen wird. So krass. Oh, sehr schick. Oha, hat sich angezogen? Oder wurde da der Scanner sie quasi so gescannt und zack? Hat sie das angehabt direkt. Zukunftstechnik. Auch krasser Look auf jeden Fall auch, ja. Oha, yo, richtig futuristische Party hier. Würfelstil hier. Könnte auch ein Level von Portal sein. Guck mal, ich auch passend angezogen. Ich kann auch direkt zu dieser Party gehen. Und jetzt wahrscheinlich erkennen sie alle Marinette nicht, weil sie eine Maske jetzt trägt. Oh, eine aus Papier. Nein. Jetzt gibt es theoretisch auch keine Ausrede mehr, dass die Ladybug magische Maske ist, die alle schützt und so. Von wie hält die auch in ihrem Gesicht? Die sieht kein Gummi oder sowas. Hier bei Chloe sehe ich auch kein Gummi. Das heißt, die ist wirklich dann ins Gesicht geklebt dann. Wie heißt du? Wie meine Halbschwester. Nur wenigstens hast du Stil. Ja, jetzt lobt sie doch Marinette, obwohl sie extrem hasst. Oh mein Gott. Die Stimme nicht erkennen, auch weird, ey. Schade, dass wir unsere Diener nicht mitbringen durften. Wie heißt dein Diener? Chloe? Die Rollen geswitcht einfach. Ist die Chloe die Dienerin? Ey, ich finde, es irgendwie hat einen geilen Vibe. Es ist halt wirklich keine Kinderserie. Es ist eine Serie für mich. Hast du ihre Jacke gesehen? Die war von der letzten Saison. Die Gespräche auch. Hast du ihre Jacke gesehen? Die war von letzter Saison. Oh, wie kann man sich sowas erlauben, eine Jacke zu tragen, die schon von einer Saison her ist? Wenn du mich auch anmotzen, ich trage einen Pullover von Jaws. Das ist ein Film, der ist auch schon Millionen Jahre alt. Der Handkuss war vielleicht etwas zu viel.
Wieso war er zu viel? Weil du in Marinette verliebt bist. Sie checkt nicht, dass es Felix ist gerade? Hört sie es nicht in der Stimme? Also ich meine, im englischen Original ist derselbe Synchronsprecher. Im Deutschen sind es ja wie gesagt zwei Brüder, die jeweils sprechen. Deswegen kann man es gut raushören, dass Stimmen sehr ähnlich klingen, aber doch nicht die gleichen Stimmen sind. Das ist bewundernswert von dir, meine Königin. So würde Adria niemals reden. Das wird Kakami, das kann ich auch nicht checken, dass es nicht Adria ist. Wir müssen nicht die Puppen für unsere Eltern spielen. Dennoch sind sie es, die die Fäden fest in der Hand halten. Der Ring, sie guckt auf den Ring. Sie guckt auf den Ring, sie weiß der von selbst Bescheid, oder? Weiß sie von Sentimonster da sein, dass sie selbst eins ist? Weil sie den Ring jetzt so anguckt, die Fäden, die sie ziehen? Kontrolle von ihrer Mutter? Weil er weiß ja auch am besten Bescheid. Wie gesagt, er hat's Miraculous, ja. Finde ich so faszinierend gerade, das ist so cool. Alter, mit so dran, was ist das denn für Zukunftsteil? Ah, wie sie denn, wie er seinen Vater anguckt, Felix, so. Nicht zerstöre ich heute Nacht. Unser König und unsere Königin erfüllen unsere Erwartungen. Dass da der Vater nicht irgendwie drüber nachdenkt, dass das irgendwas nicht stimmen könnte oder sowas. Dass Adriana mitmacht, einfach so, ohne weiter kontrolliert zu werden. Verschwinden wir. Bist du verrückt? Das ja. Können wir nicht machen. Natürlich können wir das. Ah ja, hätte Kakami längst checken müssen, dass es Felix ist. Aber vielleicht denkt sie auch, weil sie vorhin gesagt hat, ja, Adriana ist selbstbewusst geworden und so, dass Adriana jetzt genauso ist. Du bist nicht so frei, wie du meinst. Sollten wir nicht selbst über unsere Zukunft entscheiden? Zieht jetzt ihr den Ring ab von der Hand dann. Oh, diese Folge, die ist wieder so gut. Oh, ich bin jetzt schon Fan. No. So hin? Hey, Adriel, ich bin's. Marinette? Hi, Kagami. Oh nein, soll sie einfach hin. Adriel, ich bin's. Guck mal, ich bin illegal auf dieser Party, wo ich eigentlich rein darf. Ach nein. Und während die eigentlich tanzen sollten. Die ist bescheuert einfach. Ich würde auch weiter im Hintergrund bleiben erstmal und dann geheim, wenn die irgendwie am Tanzen oder Gespräch sind, dann irgendwann sich einschleuchen und dann Adriel ins Ohr flüstern. Hallo, ich bin's, Adriel. Und vor allem nicht mehr Adria, es ist wie gesagt Felix. Und wo ist dann der richtige Adria eigentlich gerade? Ist er dann gerade auf dem Weg zu Marinette wahrscheinlich? Das wäre so richtig kacke wieder. Gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem? Kamim weiß doch auch von Marinette, dass die nicht erwünscht ist dort, hä? Dieser blind und nicht taub, die hat es auch gehört. Ey, dieser Winkel gerade zu Marinette runter sieht auch richtig gruselig aus. Könnte ich sein. DuPont, check? Ah, ja, jetzt hat sie es auch gecheckt, wie jeder das auch hört. Das kann auch eine Strafanzeige mit sich bringen, weil ich einfach eingebraucht. Hausfriedensbruch ist eine Straftat, was man da gemacht hat. Hä? Ja gut, ich meine, sie ist noch minderjährig. Die kriegen hier noch eine sehr heftige Strafe jetzt, aber trotzdem. Sicherheitsdienst! Die Roboter sind Sicherheitsdienst. Wollen die sie rauspingpong oder was? Ich wollte dir auch noch sagen, dass ich dich liebe. Oh ne, wenn die sie jetzt küssen, wäre es richtig unangenehm, weil es ja Felix ist, wie gesagt. Viel Spaß heute Abend. Der Sound auch. Warum der Sound gerade? Der Sound ist weird. Ja, jetzt tanzt er mit Marinette, um Gabrielens reinzuwirken wahrscheinlich auch, oder? Ah. Oh, Lasershow noch. Krass, fancy. Das ist die Pocheng, runter mit ihrer Maske. Hast du doch kein Bäckermädchen an. Ja, die sind alle so drauf. Ich fass doch kein Bäckermädchen. Oh, ein Bäckermädchen. Die trägt Klamotten von letzter Saison. Oh Mann, ey. Brech mir noch einen Nagel ab. Ich brech mir noch einen Nagel ab. Oh nein. Och, nee, komm. Sie starren mich an, als wäre ich ein Monster. Sie sind die Monster. Ja, das ist auf jeden Fall Felix. Müsste jetzt der Debug auch, oder Marinette es auch checken. Sie ist ja einmal schon mal auf den Adria-Felix-Fake reingefallen. Sie müsste auf jeden Fall draus lernen. Und auf jeden Fall sind die anderen die Monster. Da stimme ich Felix auf jeden Fall zu. Oh, du bist nicht Adria. Ja, sie hat es rausgefunden. Ja, Mann, die Erste. Endlich checkt diesmal. Es ist Felix. Es ist so gut. Ich liebe Felix-Folgen. Hab ich schon gesagt, es ist Felix-Folgen-Feier? Ich liebe es, Felix-Folgen. Springt. Die Security kann eigentlich nichts machen. Die hat nur Lasershow gemacht. Was hat die Security gemacht? Nix. Wo ist der Gorilla, wenn man ihn braucht? Du suchst los, verwandle mich! Was passiert? Oh mein Gott! Geil einfach! Und die Party unterwandert und dann auch noch gleich so fetten Auftritt. Ich habe die Hoodie, wollte ich gleich aufziehen gerade, aber passt auch gut zum Felix-Outfit hier. Hey, wie krass! Lass den Mond aufgehen! Blutmond auch noch. Mond aufgehen? Was heißt das? Das hat vorhin Gabriel nie gemacht mit Mond aufgehen lassen. Was? Roter Mond? Blutmond? Das ist ja so geiles Setting. Auch jetzt alles rot hier. Auch das Licht und alles. Oh, das ist so cool. Oh, Spannung. Wenn die Mondblumen brennen, wird der Mond rot. Blutrot. Der rote Mond verleiht mir die Kraft, mit einem Fingerschnips jeden zu eliminieren, der sich in seinem Licht befindet. Eliminieren? What? Wie düster ist Felix geworden? Meine Güte, nee. Die Augen auch so richtig dämonisch. Rote Iris auch so direkt und schwarze Aus. Rum, weißes Zeug, ich weiß nicht, wie es heißt. Er ist lächerlich. Oh, ja,
sehr gut. Schnipp sie alle weg. Es ist einfach Thanos. Das ist auch die lila Farbe. Ja gut, das Miracle ist sowieso lila gewesen. Aber egal, lila Farbe wie Thanos einfach. Felix! Guten Abend, Onkel. Du kannst mich jetzt Argos nennen. Argos. Argos. Argos, Sohn des Phryxos. Er war in griechischer Mythologie einer der Helden der Argonautensage. Laut dieser Mythologie ist Argos auch der Erbauer der Argo gewesen. Ein sehr schnelles Schiff, mit dem Jason und die Argonauten zum goldenen Vlies segeln konnten. Hier könnte man auch wieder sagen, quasi, dass dieser Blutmond quasi das Schiff ist, was Argos oder in dem Fall Felix gebaut hat, um die Menschen zu dem Ziel zu bringen, zu dem goldenen Vlies alle erreichen wollen, zu dem Schatz, dass quasi alle Menschen weg sind. Ich liebe das, wenn so Serien Bezug auf echte Mythologie nehmen und die so ein bisschen ins die Neuzeit übertragen und anders interpretieren. Das war definitiv kein Zufall, dass Felix sich Argos nennen will. Ich meine, er ist wahrscheinlich genauso wie Adria, gebildet in allen möglichen Fächern und weiß, wovon er redet. Es wird Zeit, dass dich endlich jemand davon abhält, alle Leute zu kontrollieren. Adria? Ja, beherrschen, kontrollieren. Genau im wahrsten Sinne des Wortes, Adria. Oh, wie er gerade greifen wollte zu Miraculous. Der Mond wird immer krasser hier auch. Aber gut, der Gabriel will zurückkommen. Das wäre die letzte Folge von Miraculous generell gewesen. Wie alle wegschnipst. Zack, weg. Ja, die kommt zurück, safe wieder. Was war das denn? Plan jetzt von Felix von vornherein? 2 Wochen verschwinden, dann hier auf diese Party sich einschleichen als Adrian und alle wegsch... Was hat er mit Adrian überhaupt gemacht? Stimmt, hat ihn auch weggeschnipst? Jetzt bist du wirklich frei. Jetzt ist sie wirklich frei, da gesagt, weil ihre Mutter weggeschnipst wurde. Kann natürlich auch sein, weil sie nicht mal in der Kontrolle ihrer Mutter hersteht jetzt. Kann aber auch sein, dass jetzt mit dem Sandy-Monster keine Verbindung mehr besteht. Und wir sehen auch, dass dieses ganze Gebäude, diese ganze Würfelhalle da, innerhalb von diesem Grand Palais gebaut wurde. Hier ist dieses Glasdach noch. Das heißt, die haben so fette Steindecken in dieses Glaspalastding reingebaut. Wenn du ihn irgendwie verletzt Adria hast. Adria ist der Letzte, den ich verletzen will. Er ist mir wichtig. Bleib hier, dann bist du sicher. Na, ich werde von den Weg geschmissen. Aber irgendwie cool, dass Felix auch auf Mariettes Seite ist. Für ihn ist Adria wichtig, weil sein eigener Bruder ist quasi so. Irgendwie auf gewisse Art und Weise ist Felix dann eigentlich auch ein... Auch ein Sentimonster? Oder ist Adria nachempfunden, nach Felix ein Ebenbild zu schaffen? Deswegen sehen die auch gleich aus. Diesmal kommt er mir nicht davon. Ja, sie ist noch ein bisschen sauer noch, weil er das Miraculous geklaut hat oder das mitgeholfen hat, dass Monarch sie bekommen konnte am Ende. Tiki, verhandle mich! No! In der Mülltonne. Nicht das erste Mal, glaube ich. Brodyfly, bist du ready? Ja, aber ich habe keine Mülltonne hier. Ja, du brauchst doch keine Mülltonne davor jetzt. Ach so, stimmt. Zeit für Brodyfly! Auf geht's! Ohne Mülltonner geht's auch. Was noch eine Frage ist, was ist denn hier los? Also wenn ich so eine fette rote Kugel in Paris fliegen sehen würde, würde ich direkt denken, Akuma, Hilfe! Gut, ist kein Akuma, stimmt. Aber ich würde in Paris trotzdem erstmal dran denken, dass es ein Akuma sein könnte. So, ne? Oder ist der Mond dann quasi ein Sentimonster, dass er Felix diese Fähigkeit verleiht? Es kann auch sein, dass der Mond an sich ein Sentimonster ist gerade. Der macht denselben Tanz, den Gabriel gemacht hat, als er sich so gefreut hat, dass er gewonnen hat. Der macht denselben Tanz, der singt doch selbe Lied. Nicht alles ist Gold, was funkelt. Ah, geil, er schnipst und alle Leute verschwinden. Wie heftig diese Folge. Das ist doch keine normale Folge mehr. Das ist so cool. Es ist zwar nicht die originale Synchronstimme, weil das ist ein anderer Sänger, der singt, der wieder gewechselt. Und wir wissen, dass der Synchronstimme von Adria singen kann, aber sein Bruder wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem voll cool, ich lieb's. Ich meine, das könnte die Stimme von Felix auch sein. Ein bisschen durch den Hals gesungen. Ja, da ist sie. Im roten Licht wirkt die Outfit gar nicht mehr so rot. Wenn du Licht rot ist, dann wird Rot an sich auch zu einer anderen Farbe. Eher Richtung Weiß. Sieht doch ein bisschen fast weißlich aus. Wir machen dazu mal ein kleines Experiment. Hier seht, ich trage einen roten Pullover. Gehe jetzt zu meinem blauen Licht hinten hin. Und wenn ihr sehen könntet, mein blauer Pullover plötzlich schwarz. Licht. Jetzt müssen wir nur noch auf Cat Noir warten und dann gebt ihr mir beide eure Miraculous. Ah, will die auch haben. Okay, er ist doch kein Guter, hilft doch den nicht. Dann irgendwie, der hilft den beiden, aber der will Marinette helfen und Adria, aber der will wahrscheinlich seinen eigenen Wunsch erfüllen. Oder Gabriel zuvorkommen, Monarch. Na, wie er auch so überrascht guckt, dass sie seine Schimpfsfinger hier gedingst hat. Damit hat er nicht gerechnet, wie es aussieht. Aber dich für niemanden. Ich habe Monarch nur geholfen, weil es meinen Plan genützt hat.
Endlich reden die sich mal aus, ey. Endlich mal wird's gezeigt, was abgeht. Er wollte das Formel-Rackless haben, deswegen hat er Monarch gedient. Das ist so ein geiler Kampf auch, dass sie währenddessen noch reden, die Pläne erklären, nicht so gegenüberstehen, oder, sondern währenddessen sich um die Fäuste um die Ohren schwingen. Da brauche ich deins und Captain Ross, und zwar für meinen Wunsch! Was hast du damit vor? Wahrscheinlich will er sich wünschen, dass Adria wirklich frei von der Unterdrückung von Gabrielle ist, vom Sentimonster da sein. Eine Welt ohne Menschen wie dich, die entscheiden, was richtig oder falsch ist. Ich bezahle dafür jeden Preis. Ja, aber er bezahlt den Preis, aber was, wenn andere den Preis auch noch zahlen müssen? Was, wenn seine eigene Mutter hier als Opfer dann da geben würde? Würde es auch dann an den Preis dafür bezahlen, dass seine eigene Mutter dann drauf geht? Ich weiß nicht, ob es so cool wäre dann für ihn persönlich. Nutze ich meine eigene Kraft, um sie zu transformieren! Inzwischen ist die ganze Welt in das Licht des roten Mondes getaucht. Das die ganze Welt, übertreib mal nicht, Junge, ey. Das Licht ist so ganz schwebt ein bisschen über Paris drüber. Die andere Seite der Erde ist noch nicht mal ansatzweise von berührt worden. So groß ist es auch wieder nicht. Wenn du diesen roten Mond ins All schießen könntest, dann wird auch nur die Hälfte von der Erde von beleuchtet. Du brauchst schon zwei Monde. Ich mehrere. Werde ich nicht zulassen. Und wie willst du mich aufhalten? Du weißt nicht, welches Objekt mein Sentimonster kontrolliert. Naja, okay, es ist ein Sentimonster, der Mond. Okay, dachte ich mir nicht, fast. Und okay, das Objekt. Entweder das ist direkt möglich selbst, wenn es geht, ansonsten ein Objekt. Ja, stimmt, das wissen wir nicht, ne? Oh, wäre krass, wenn es Kagamis Ring eigentlich wäre, das Objekt. No, das hat er genommen, ein anderes Objekt, ein fremdes. Glücksbringer, Verstärkung! Nichts? Ich wollte fast aufs Witz gerade sagen, aber hier kommt nichts mehr raus. Aber es ist wirklich nichts. Und sie verwandelt sich auch nicht in ihr anderes Outfit, weil Glücksbringer scheinbar auch nicht hilft hier in der Hinsicht. Krass, ey. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Du allein kannst diese Frage beantworten. Weggeschnipst, aber mit dem Miracle ist auch weggeschnipst, oder nicht? Nein, no, was bringt er jetzt, hä? Er ist allein auf der Welt. Ist auch cool dann für ihn, ja, chillig. Er war immer da ausgegrenzt, jetzt ist er auch wieder ausgegrenzt, weil alle weg sind, nur er nicht. Ja, und Captain War kommt nicht, weil er ja Adria irgendwas angetan hat und der irgendwie weg ist. Und das findet er jetzt cool, oder was jetzt? Kagami ist noch da. Du hast jeden verschwinden lassen, den ich liebe. Einen gibt's noch. Oh, er kann auch Leute zurückschnipsen. Da ist Adria ja wieder. Ah, und Marinette ist sicher in der Mülltonne, weil da das rote Mondlicht nicht hinkommt. Deswegen kann sie nicht weggeschnipst werden. Oder jetzt schon, weil sie im Ladybug ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe eine bessere Welt erschaffen, Lieblingscousin. Lieblingscousin, weil er auch mehrere hat, ne, oder? Habe ich für dich getan. Bringe Licht in meine Kreation, lieber Amok. In Adrias Ring rein. In sein Miraculous Ring, oder was? Oder eine Fake-Replika von ihm gemacht? Gemeinsam retten wir Adrian aus dem Klammergriff meines Onkels. Ja, der Klammergriff seines Onkels. Als Sentimonster-Beherrschung. Bin schon spät dran. Bis dann, Marinette. Hat man da im Hintergrund... Oh, das wäre so cool. Man sieht ihn hier auch nicht, ne? Das wäre trotzdem so cool gewesen, wenn du am Anfang der Folge ihn theoretisch im Hintergrund gesehen hättest und man hätte ihn dann gar nicht wahrgenommen am Anfang. Und wenn man jetzt die Folge zurückspult zum Anfang, dann sieht man da sitzen. Das wäre so auch wieder wie Gravity Falls-like krass gewesen, aber man sieht ihn hier nirgendwo stehen, ne? Voll schade dann. Das wäre die Gelegenheit gewesen, sowas zu schaffen. Es wäre nämlich niemandem direkt am Anfang aufgefallen, dass der da hinten im Grund ist, weil keiner da hinguckt direkt so. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemerkt. Adrian! Felix? Direkt am Strand ausgetauscht. Seid ihr nicht unglaublich glücklich? Ja, mega glücklich. Alle Menschen sind weg. Was sollen wir jetzt machen? Hey, man hätte es noch da, notfalls, aber das war's. Mega glücklich sind wir jetzt alle. Happy. Uhu. Das ist ja mega boring irgendwann. Der wird mich auch nicht leben, weil wer guckt meine Videos? Dann habe ich höchstens 4 Klicks, wenn es hochkommt. Und die mögen vielleicht meine Videos nicht mal. Mann! Was gefällt euch nicht? Ich dachte, ihr wolltet von euren Eltern befreit werden. Ja, nur von den Eltern, aber nicht von allen. Und vor allem auch nicht befreit im Sinne von, dass die weg sind, sondern einfach nicht mehr Kontrolle haben, was Adrian nicht weiß. Wie soll ich glücklich sein ohne das Mädchen, das ich liebe? Ich verstehe das nicht. Ah, ja, er kann sie nicht zurückholen mehr. Oh. Zum Glück kann er nicht Marinette her schnipsen, dann kommt Ladybug her. Das wäre richtig komisch. Wenn er schnipsen wird, dann steht der Ladybug da. Ich meine ja nicht dich, und dann wird's ja rauskommen. Aber dass da nochmal Schutz ist, ist es nochmal gut. Du hast deine Kraft nicht unter Kontrolle. Ja, jetzt nicht unter Kontrolle. Aus dem Grund, weil halt, ne, wir wissen es alle, weil Ladybug herstipsen müsste, dass man jetzt zurückkommt. Bring alle zurück, sofort! Okay, schon gut. Ich wollte euch beiden nie wehtun. Ja, ich verstehe die Motivation von Felix auf jeden Fall auch. Und dass er seinem Cousin halt mag auch. Ich kann es komplett verstehen. Er hat es halt ein bisschen fehlinterpretiert. Oh Mann, ey. Der tut auch immerhin leid irgendwie, ne, Felix? Der kann einmal leid tun. Dass er solche Maßnahmen ergreifen muss, um was vermeintlich Gutes zu tun, was eigentlich darum gar nicht so gut war dann. Aber jetzt, wenn er jetzt alle zurückholt, dann müsste er eigentlich theoretisch dann Marinette wieder in der Mülltonne auftauchen, was sie ja dann auch nicht tut. Ja. Hey, los! Ich bin hier, es geht mir gut. Marinette! Fast hätte ich die Kontrolle verloren. Ja. Nette Idee, auf jeden Fall. Gut gedacht, aber ein bisschen zu krass. Aber kann er nicht, wenn er will, dass Adria frei ist, einfach die ursprünglichen Sentimonster-Leute dann auflösen wieder? Oder müsste es die Originalbesitzer machen von dem Miraculous? Nee, er kann dann, wird ja Adria auch aufgelöst, weil er ist ja Sentimonster. Die Verbindung kappen kann er wahrscheinlich auch nicht. Du wirst nicht mehr länger benötigt.
Stell dir vor, das macht er aus Versehen, dann denkt an Adrian dann. Du bist nicht mehr benötigt, plötzlich löst sich Adrian einfach auf. Es lief, wie du gedacht hast. Gabrielle hat nichts gesagt oder getan, um mir zu helfen. Sie alle sind Monster. Ah, die haben zusammengearbeitet, ich wusste es. Ich habe am Anfang schon die Theorie gehabt, dass sie vielleicht zusammenarbeiten. Vielleicht hilft sie ja ihrem Sohn gerade, Felix. Weil jetzt sie früher mit ihm geredet, mal drüber. Jetzt ist sie auch auf seiner Seite, um gegen Gabrielle zu agieren. Sie alle sind Monster. Nein, nicht alle. Ja, nicht alle sind Monster. Seine Mutter ist nicht ein Monster, Adrian ist kein Monster, Kagame ist kein Monster. Ah, und stimmt, müssen sie alles wieder reparieren, die ganzen Wände hier zumachen, weil Ladybug keinen Miraculous Ladybug machen konnte, weil ja keiner akkommodisiert wurde gerade. Zum Glück ist nicht so viel kaputt gemacht worden. Außer noch das Dach vom Grand Palais, das vielleicht auch noch, ja. Aber hat jetzt theoretisch Adrian seinen Ring wieder? Stimmt, da hatte ja kurzzeitig auch Felix das Miraculous von Cat Nonus zu wissen. Oder es war dann ein gutes Remake, um halt so auszusehen wie Adrian, der seinen Ring nachgestellt hat, der genauso aussieht. Es muss eine Nachbildung von seinem Ring gewesen sein, weil Felix hat ja schon oft Adrian nachgemacht in seinem Outfit. Und er wäre ja schon beim Ringwechsel aufgefallen, dass da plötzlich Black rauskommt, wenn er den Ring angezogen hätte von Adrian. Und er hat ja Adrian direkt weggepufft, als er in seine Umkleiderkabine reingekommen ist. Also hätte er den Ring gar nicht mehr nehmen können. Er will nicht, dass wir zusammen sind. Vielleicht schlägst du vor, dass er sich mit mir trifft? Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Oh, es wird aber auch schwer sein, den eigenen Vater zu überzeugen, der nicht will, dass man zusammenkommt, um mit ihm zu reden. Ich will aber zusammen sein mit ihm. Was willst du ihm erzählen dann, hä? Bis er näher kennenlernt und so, kann schon sein. Ich nehme mir an euch ein Beispiel. Ich werde mich mit meiner Mutter unterhalten. Ja, und auf jeden Fall Lila wegkicken. Mit einem Schlag ins Gesicht. Tritt in-game. Natürlich nur alles nur in-game. Spannend. Auch genauso spannend wie das Eis, was sie jetzt gerade essen, was Meinet isst. Das ist ja auch wie ein anderes, was sie vorhin hatten. Es fehlt eine Kugel, die dunkelblaue Kugel fehlt. Du solltest deiner Freundin nichts vom Diamantentanz sagen, weil ich wusste, dass es zu Ärger führen würde. Ja, aber nur weil er es ihr nicht gesagt hat, hätte er es ihr gesagt, wäre es nicht passiert. Aber klar, es hat Meinet natürlich keinen guten Eindruck hinterlassen, wenn sie sich dann einfach so auf die Party von Gabrielle eingeschlichen hat. Dann mag er es ja noch weniger, stimmt auch wieder. Ich möchte nie wieder auch nur ein einziges Wort über diese Marinette hören. Er streicht den Ring und zu befehlen, dass er kein einziges Wort mehr mit ihm über Marinette redet. Sie kommt mir schon fast so oft in die Quere wie Ladybug. Oh, komischer Zufall. Oh. Ich soll dich zum Diamantentanz einladen, weil ich zum Image der Agrest-Marke gehöre. Na gut, das stimmt auch irgendwie wieder, weil sie ist ja auch in den Ring auch drin, oder? Ist nicht sie und Adria beide als KI da drin? Meine Parfumflaschen gehören auch zum Image der Marke. Lade ich etwa sie zu meinen Veranstaltungen ein? Aber wie gesagt, Lila müsst ihr eigentlich wissen. Und vor allem chillt Lila immer noch im Park. Lila ist immer noch im Park, oder? Obwohl, nee, sie ist gerade draußen beim Brunnen. Ah, sie ist beim Brunnen hier oben. Das wäre es gewesen, wenn sie immer noch bei einem Park da wäre. Oh, es geht weiter. Ich zeige dir, dass ich mehr bin als nur eine einfache Parfumflasche. Monarch. Monarch, sie weiß es. Sie weiß es. Ich wusste, dass sie es weiß. So wie sie hantiert hat die ganze Zeit. Oh. Sie chillt direkt vor seinem Tor, während sie mit ihm telefoniert. Auch so geil, so mega creepy-mäßig. Sie weiß es. Wenn ihr es nicht erwarten könnt, wie es weitergeht und auch meine Videos dazu sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall diesen Abo da, dass nicht verpasst, wenn es dann weitergeht. Ansonsten lasst gerne hoch da und Support zu Miraculous und checkt gerne auch auf jeden Fall das Video ab, das ist auch sehr, sehr cool geworden. Und da unten ist die Playlist mit allen meinen bisherigen Miraculous-Videos, falls ihr mal alles von vorne anschauen wollt, mehrmals durch. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfett.